Can I be your superhero? Superhero. Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin der Christian und dieses Mal zocken wir in One Piece rein. Wir starten direkt und suchen uns natürlich als erstes einen Kämpfer aus. Ich bin ja so ein bisschen für Shanks, würde ich sagen, oder? Ja, komm, nehmen wir Shanks. Eventuell, wie gesagt, wird es davon auch wieder mehrere Videos geben und dann können wir auch nochmal den einen oder anderen Kämpfer uns anschauen. Das Gelaber überspringen wir jetzt hier eiskalt mal ein bisschen. Und dann könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr vielleicht auch nochmal sehen wollt. Wie gesagt, ich habe zurzeit einfach mal Bock, in verschiedene Spiele reinzuschauen. Hatte ich ja im letzten Video schon erwähnt. Da haben wir übrigens Frontschweine gespielt, wer nochmal nachschauen will. Unser erster Gegner ist Smoker. Ich muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen, ey. Auch One Piece. Schon ewig nicht mehr gespielt. Man kommt ja auch nicht mehr so wirklich dazu. Bei den ganzen Spielen, die dann auch wieder für die PlayStation 4 erscheinen oder so. Da bin ich ja mehr so beheimatet, dass ich eher so die neueren Spiele dann spiele. Und die älteren Spiele dann größtenteils so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Oh shit, oh Mist. Ah, verdammt, ich wollte ihn ein bisschen in die Luft jagen damit. Hat nicht so gut funktioniert. Ja, ey, was soll denn das? Ja, hier kann ich auch. Toll, jetzt kicken wir uns die ganze Zeit gegenseitig rum hier, oder was? Komm. Nein! Oh Mann, wieso sind wir so langsam? Zack. Das war gut. Und wieso schlägt der Blitz immer genau neben uns ein? Bam! Oh shit. Mann, verdammt. Das lief ja nicht so geil. Nein, das brauche ich. Ah, Mist, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Zur Info, die Münzen machen einen schneller, die Schwerter, da hat man mehr Angriff und... Was gab's noch? Irgendwas gab's noch. Oh nein, fuck! Fuck, fuck, ich muss weg. Nahrung ist klar, kriegt man Energie von und hinüber. Irgendwas hat auch die Verteidigung erhöht. Ist das ein Schild oder sowas? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Was kann man da einsammeln? Für die Verteidigung. Da stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Naja, mal gucken. So. Wie sieht's aus? Hat er sich jetzt aufgebammelt oder was? Nee, er macht weiter. Ich dachte schon. Ja, kann ja sein, ne? Das Spiel ist, wie gesagt, auch schon sehr, sehr alt. Die beiden lassen wir erstmal wieder so ein bisschen quatschen. Und dann gucken wir einfach mal, wer der nächste Gegner ist und auf welcher Map wir sind. Okay, Kuru. Ich glaube, der heißt auch Mr. Black. Aber One Piece auch schon ewig nicht mehr geschaut. Ich habe damals von ProSieben Max noch die Folgen nach Folge 400, glaube ich, war das, geschaut. Ich weiß gar nicht, wo ich Stand jetzt sein müsste. Ich müsste so knapp bei 500 sein oder so. Aber so richtig anime-mäßig bin ich jetzt auch nicht mehr so auf dem neuesten Stand. Muss ich dazu sagen. Ich habe nochmal ein Rewatch sozusagen gemacht von Netflix. Habe ich mir nochmal die erste Staffel Yu-Gi-Oh! Angeschaut. Aber dann ist es auch meistens so, dass man sich irgendwelche anderen Serien noch anschaut. Zum Beispiel von Marvel, die ganzen Netflix-Serien habe ich mir auch angeschaut. Ich meine, wenn man Netflix hat, ne, dann nutzt man es halt auch, ne? So, ein Schwert. Ach, die Krone war das. Stimmt, die Krone hat die Verteidigung erhöht. Ja, jetzt werden wir ihn erstmal angreifen. Ah, nein. Ja, komm, komm, komm. Ah, Mist, jetzt ist er in der Verteidigung. Dann macht das Schwert doch beide so schön schade. Okay, wir gehen beide schwimmen. Ey, wie schnell er sich bewegt. Ja, komm. Ja, man, brennen. Burn, baby, burn. Ah, es macht schon irgendwie Bock, endlich mal wieder reinzuzocken. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, das ein oder andere ältere Spiel sowieso noch anzuzocken. Mal gucken, was ich da noch so alles habe. Vielleicht auch mal wieder ein paar PlayStation 3 Spiele. Ein paar neue Spiele werden dabei sein, ganz klar.
Aber es macht schon echt Fun. Und wie gesagt, einfach in die Kommentare schreiben, auf welches Spiel ihr gerade so ein bisschen Bock habt, denn gucke ich mal, ob ich das dann nochmal wieder reaktiviere. Auf dem Kanal sind ja auch genug Spiele zur Auswahl, wo man jetzt sagen könnte, ah, das will ich nochmal ganz gerne sehen. Und dann spielen wir da vielleicht auch nochmal rein. Für den Anfang werde ich allerdings erstmal frei Schnauze so ein bisschen da durchgehen und gucken, auf was ich erstmal wieder Bock habe. Aber Gedanken dazu, wie gesagt, immer in die Kommentare. Gegner Ruffy. Zum Schluss kommt ja immer der Endboss, also der Erzrivale, könnte man sagen. Das ist in dem Fall halt nicht Ruffy, weil wir sind ja im Prinzip, Shanks und Ruffy sind ja eigentlich, ist mein Stand, wie gesagt, so knapp bis 500. Die sind ja eigentlich Kumpels. Und wenn ich richtig liege, müsste der Rivale von Shanks Falkenauge sein. Also hier in diesem Spiel zumindest dürfte das der letzte Gegner sein. Aber na gut, wenn ich so weit komme, dann werden wir das ja noch mitkriegen. Na komm. Na, verdammt. Beteiligung. Ja, jetzt haben wir ihn. Zack. Ah, Mist. Was hast du denn da so Schickes in der Kiste drin, ne? Yeah, komm her. Jetzt müssen wir dich angreifen. Au, verdammt. War nicht so gut. Stimmt, irgendwie gingen ja auch diese Special Attacks, ne? Diese Special Attacken. Ich hab absolut keine Ahnung, wie mir das geht. Ja komm, ich hab dich geblockt und tschüss. Oh nein, ich direkt hinterher. Ich weiß gar nicht, wie die ging. Das war irgendwas mit Aufladen und so und müsste ich erstmal wieder nachlesen. Aber ich hab das sowieso noch nicht, weil ich muss dafür, glaube ich, in irgendein Level reinkommen. Guck mal, Ruffy hat schon Level 2, das hat man eben oben rechts an der Leiste gesehen. Und ich glaube, die Level kriegst du bloß, wenn du Schaden machst, also wenn du Schaden selber bekommst, glaube ich. So genau weiß ich das auch nicht mehr. Ach so, und die Videos, die werden relativ spontan, sag ich mal, erscheinen. Also das wird nichts mehr mit täglich, das schaffe ich nicht mehr. Und alle 2 Tage wird auch knapp. Also man sollte damit rechnen, dass immer so 2 bis 3 Videos die Woche kommen. Ich sag mal so, als Gedankenstrich könnte man sich vielleicht montags und freitags markieren oder so, dass die so in etwa erscheinen. Um den Dreh drum. Kann dann halt auch sein, dass sie dienstags oder dann eben sonnabends oder so, also um einen Tag verzögert erscheinen oder so. Kommt halt drauf an, ob ich 2 oder 3 Videos schaffe oder, also wie gesagt, ob ich 2 oder 3 Videos schaffe. Warte, das brauche ich. Moment. Au. Ich springe auch noch genau rein, ey. Nein, verdammt. Sanji ist auch eine Nervensäge. Obwohl seine Map hier ganz cool ist, muss ich sagen. Das ist, wenn nicht sogar, ich weiß gar nicht, ob es meine Lieblingsmap ist. Aber die finde ich so am coolsten, was die Aufmachung angeht, ne? Das ist auch ein schön großes Level. Dagegen ist das Level mit dem Blitz ziemlich langweilig. Weil du da ja im Prinzip bloß eine gerade Strecke hast und dann ab und zu schlägt nochmal ein Blitz ein. Wäre vielleicht ganz witzig gewesen, wenn hier noch eine Welle oder so was gekommen wäre. Ja, komm. Stochen. Oh Gott, nein. Ah, ja, komm. Komm schon. Bam. Aber wie ihr seht, er ist schon Level 2 wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da nochmal rankommt. Ob das was damit zu tun hat, wie ich austeile oder wie ich einstecken muss oder. Ich glaube, wenn wir ein. Oh, scheiße. Pff, das war auch richtig gut. Aber wenn man mal genau darauf achtet, diese Köche im Hintergrund, die erkennt man auch wirklich aus der Serie. Also, das sind nicht einfach random irgendwie. Wir haben hier random Koch 1 und 2 hingesetzt, sondern die kennt man. Gut. Damit haben wir auch Gegner Nummer 4 platt gemacht, Sanji, und dann gucken wir mal, wer hier noch der letzte Gegner vor Falkenauge ist. Und zwar, ja, Tashigi von der Marine. Kann ja auch sehr gut mit dem Schwert umgehen. Du musst es machen.
Fand ich auch immer ganz interessant, so als Charakter, so. Ich glaube, die kann man auch spielen, ne? Müsste man auch spielen können. Ich meine, ist ja logisch. Das ist hier ein Gegner, also wirst du die halt auch spielen können. Bei Naruto war es allerdings so, da konntest du auch gegen einige antreten, die du nachher nicht freischalten konntest. Jedenfalls bei dem ersten Naruto-Spiel. Ein anderes habe ich gar nicht so wirklich gespielt, höchstens mal reingezockt, aber... Ja, komm, jetzt haben wir sie. Zack. Au. Wir wissen auch immer genau, wo sie hinschlagen müssen. Ah, ich sammle... Ich drücke da immer schon automatisch auf Auffangen, weil ich immer damit rechne, dass da eine Bombe oder so drin ist. Ah, komm. Was war das denn gerade? Das war alles ganz merkwürdig. Oh nein. Nein! Boah. Bei der Welt noch voll in den Blitz reingejumpt. Komm. Ah, Mist. Shit. Oh nee, ich weg hier. Oh shit. Das ist gar nicht gut. Ich verzieh mich. Oh Mann. Mach die wieder. Kann ich auch. Zack. Und zack. Und zack. Und... Ah, komm mal. Okay. Ha. Habe ich uns beide in die Luft gejagt. Hat gereicht. Und jetzt bin ich gespannt, ob es wirklich Falkenauge ist. Aber wenn ich mich noch richtig entsinne, müsste das Falkenauge sein. Was anderes wird jetzt auch nicht so wirklich Sinn ergeben. Wie gesagt, Ruffy war ja schon. Zorro macht keinen Sinn. Buggy oder so ist auch irgendwie eher Quatsch. Falkenauge. Mihawk. Und auch die gleiche Map. Kann ich mich auch noch dran erinnern, dass die da alle so aufeinander getroffen sind. Obwohl, war Shanks auch dabei? Ich glaube, Shanks war gar nicht dabei, oder? Das waren noch geile Folgen. Ich meine, mittlerweile sind die Folgen wahrscheinlich auch immer noch geil. Aber da kriegt man direkt wieder Bock, so ein bisschen One Piece zu gucken. So, mal gucken, ob ich es auch gegen ihn schaffe. Denn er ist bestimmt nicht so easy peasy wie manch andere. Ah, verdammt. Wenn er direkt Mist. Wenn er direkt umkippt, ist das schon mal nicht so wirklich von Vorteil, weil man dann nicht mehr so richtig trifft. Ich werde den Kampf mal ein bisschen anders angehen müssen. Ja, ich springe natürlich wieder genau rein, dass die immer genau wissen, wie die werden müssen. Er verzieht sich schon. Kriegt schon direkt Angst. Geschwommen. Nein, nicht hinterher. Oh, ey, ich immer. Da, gesessen. Nein, verdammt. Oh, shit. Oh, das macht Schaden. Oh, nein. Bisschen austeilen kann ich allerdings auch. Huh? Ja, das Ding zerschlagen und keiner hat's abgekriegt. Was war da denn? Oh, nee, dann verzieht mich. Da habe ich keine Lust drauf. Achso, da bin ich übrigens auch schon in so einem Level. Ich kann auch irgendwie leuchten. Ja, das Problem ist, jetzt weiß ich allerdings nicht, wie der Special geht. Sonst könnte man direkt sagen, okay, machen wir ihn, aber das ist irgendwie, man leuchtet so und dann machst du hier irgendwie eine Tastenkombi. Aber ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Bam. Ah, nein. Oh, oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ich hatte in die falsche Richtung geguckt, sonst wäre ich jetzt hier auf jeden Fall hinüber. Mann, der weiß genau, wann er blocken muss. Komm schon. Ah, Mann, zu spät. Boah, er geht mir aber auch um den Sack mit seinen Special Moves. Oh oh. Die Hälfte des Schadens mache ich mir hier irgendwie selber. Ja, Mann, jetzt haben wir ihn auch mal geworfen. So muss das sein. Ah, oh, das gibt's nicht. Komm her. Ja, jetzt versucht er sich hier ein bisschen
rauszuhauen aus der... Ja, wir wieder direkt hinterher. Nee, aber wir haben es doch noch geschafft, ey. Boah, da hast du aber gemerkt, der war ein bisschen taktischer drauf als die anderen vorher. Der ist nicht so auf Haut drauf gegangen und der muss man sich da auch so ein bisschen anpassen, um das selber halt auch hinzukriegen und sich da so ein bisschen aus der Nummer rauszuziehen. Also dazu kann ich auch nur sagen, wir haben das Spiel schon durchgespielt, also da einfach mal gucken. Wenn man jetzt, ich weiß gar nicht, ob es noch ein Video gibt oder die Videos gab es irgendwann, wenn du eine bestimmte Reihe mit einer bestimmten Anzahl von Leuten durchgespielt hast, dann kam, glaube ich, ein Video oder so. Und dann wurden immer neue Charaktere freigeschaltet und so. Kann man sich auch noch angucken, also das müsste auch auf dem Kanal zu finden sein. Ich bin fürs Erste wieder raus für dieses Spiel. Falls ihr mal wieder irgendwie One Piece sehen wollt, dann schreibt einfach rein, mit welchem Charakter, dann spielen wir auch nochmal mit dem durch. Gar kein Problem. Ansonsten wird die Tage wahrscheinlich wieder irgendwie ein anderes Spiel kommen. Und dann hoffe ich, seid ihr auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.